Aber wer ist dieser Mann mit den rosa Socken? Das versuche ich seit fast 64 Jahren herauszufinden und angeblich heißt er Matthias. Ich bin mehr oder weniger in Graubünden aufgewachsen. In einem humanistisch-christlichen Elternhaus, das auch sehr kunstaffin war, sehr musikaffin. Und ich habe 1973 die Schweiz verlassen, bin nach Graz gegangen, um zu studieren und lebe jetzt genau seit 40 Jahren in Wien. Ich hatte, wie das damals üblich war, mit klassischem Klavier begonnen. Und dann in der Pubertät hatte ich die Lust verloren, weiterhin klassische Musik zu spielen. Und hatte dann ein kurzes Intermezzo 1968, 1999, wo ich Rockmusik gemacht hatte. Und dann eher freie Improvisation und dann Jazz. Und sozusagen vom Jazz bin ich dann am Schluss wieder auf die Klassik gekommen, weil ich komponiere auch klassische, zeitgenössische Kammermusik. Und jetzt versuche ich sozusagen, das alles ein bisschen zu verbinden. Zum Vienna Art Orchestra gibt es eine einfache Gründungsgeschichte. Ich hatte einen Abend, wo ich hätte Solo-Klavier spielen sollen. Dazu hatte ich aber keine Lust. Dann hatte ich einen Saxophonisten, Wolfgang Puschnick, gefragt. Und dann habe ich gedacht, na, besser wäre es vielleicht im Trio. Dann hatte ich einen Bassisten gefragt und bin jeden Tag zu dieser Clubbesitzerin gegangen und gesagt, es spielt noch jemand mit. Und am Schluss waren wir dann 17 Leute. Und für die hatte ich so eine Art programmiertes Happening entworfen und das hatten wir dann aufgeführt. Und das fanden alle so toll, dass sie gemeint haben, ich solle das weiterführen. Und das habe ich dann gemacht. Also dieses Orchester hat mich sozusagen 33 Jahre lang auf Trab gehalten. Aber ich habe natürlich immer auch viele andere Projekte daneben gemacht, komponiert. Ich hatte einen Jazzclub gegründet, das Porgy & Bess. Ich war verantwortlich für den Hans-Koller-Preis, für einen großen Jazzpreis. Aber der Fokus lag schon immer auf dem Art Orchester. Und nachdem ich das Orchester 2010 aufgeben musste, musste ich mich neu orientieren. Und ich habe dann begonnen, zum Klavier zurückzukehren, das ich im Alter von 25 Jahren aufgegeben hatte und arbeite jetzt seit 4 Jahren mit einer hochtalentierten jungen Sängerin, mit Lia Pell zusammen. Und da sozusagen stellen wir gemeinsam etwas auf die Beine und sind jetzt dabei, unser drittes Programm zu machen mit Schumann-Liedern. Wenn man den deutschen Sprachraum angehört, dann ist das sehr speziell. Interessanterweise haben Leute, die frankophon sind, haben weniger Probleme mit den verschiedenen Ländern. Aber die drei deutschen Länder untereinander mögen sich nicht besonders. Die Deutschen mögen die Schweiz und die Österreicher nicht. Aber die Österreicher und die Schweizer mögen sich gegenseitig eigentlich auch nicht. Und das ist für mich nicht so ganz verständlich, weil es ist dieselbe Sprache,
Es ist dieselbe Kultur. Und mir hat es immer gefallen, sozusagen ein bisschen zwischen diesen Kulturen hin und her zu pendeln. Und ich hatte da nie Berührungsängste und bin nebenbei gesagt immer ein überzeugter Europäer gewesen. Bin es natürlich auch heute noch. Aber obwohl ich die Schweiz verlassen habe, gibt es viele Dinge in der Schweiz, die mir sehr gut gefallen. Und natürlich hatte ich auch immer Schweizer Musiker im Altorchester. Das waren nicht so viele, aber die waren immer sehr exquisit. Heiri Kenzig am Bass zum Beispiel, den Tenoristen Andy Scherer, den fantastischen Trompeter Mathieu Michel oder die Sängerin Corinne Cochellas. Und wir haben auch natürlich mit dem Altorchester oft in der Schweiz gespielt. Gut, ich bin ja immer noch Schweizer. Ich habe nie die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen. Und ich war sozusagen in der Schweiz schon, sagen wir so, in den Musikkreisen ein wirklich angesehener und geschätzter Mann. Und ich habe mich auch gewundert, wie schnell das Dinge verschwinden können. Heutzutage kennt mich praktisch niemand mehr. Das war vor 5 Jahren noch komplett anders. Also ich war früher sehr, sehr viel unterwegs und habe überall sehr viele junge, gute Musiker gehört. Jetzt bin ich nicht so viel unterwegs. Das wird sich allerdings ändern in den nächsten Jahren. Aber Österreich ist schon ein Musikland, das darf man nicht vergessen. In Österreich spielt die Musik und die Kultur eine große Rolle und in Wien ganz besonders. Wien definiert sich praktisch über Kultur und vor allem auch über Musik. Und keine Stadt auf der Welt gibt so viel Geld aus wie Wien für Kultur und für Musik. Also ich lebe auf eine bestimmte Art und Weise natürlich an der Quelle. Also die andere Stadt wäre New York, vor allem in Bezug natürlich auf Jazz und auf zeitgenössische Musikarten. Aber es gibt hier schon sehr viele sehr gute Musiker. Und ich war immer gut im Entdecken von Talenten. Und diese Fähigkeit werde ich auch nicht verlieren. Wir haben jetzt in unserer Band einen jungen Trompeter, Mario Rom, der ganz fantastisch spielt. Im nächsten Programm einen slowakischen Geiger, der ebenfalls auf einem unglaublichen Niveau Geiger spielt und musiziert. Also die Musiklandschaft hier ist voller großartiger Talente. Also seit ich begonnen habe, Klavier zu üben und seit ich mit der Lia zusammenarbeite, tritt das schon sehr in den Vordergrund. Ich habe kaum mehr Kompositionsaufträge, aber das stört mich auch nicht. Mein Archiv ist voll. Ich habe über 600 Stücke komponiert. Manche davon sind auch sehr lang. Und mir reicht das eigentlich, sozusagen diese Programme für uns zu schreiben und mit denen, also die aufzunehmen und mit denen auf Tournee zu fahren. Das ist das, was ich möchte. Und das ist das, wofür ich hart kämpfe. Und hier und da, wenn es Aufträge gibt, dann nehme ich die an. Aber das andere hat meine absolute Priorität. Das ist komplett vorbei. Das war für mich auch sehr schwierig, das zu akzeptieren. Aber noch schwieriger war, dass in dem Moment ich als Person praktisch nicht mehr existiert hatte. Also das hätte ich mir nie gedacht, dass es möglich ist. Und nein, ich
Ich liebe die Kleinbesetzung. Wie gesagt, ich war 33 Jahre lang immer mit einer Großbesetzung unterwegs. Das beinhaltet auch eine bestimmte soziale Dynamik, die ganz anders ist, als wenn man in einer kleinen Formation arbeitet. Wir haben ein wirklich tolles Klima. Und man muss als Arrangeur sozusagen, muss man anders planen, wenn man nur wenige Instrumente zur Verfügung hat. Aber am Schluss muss ja das Gleiche rauskommen. Ob das jetzt ein Orchester ist oder ob das ein Duo ist, ob das eine Big Band ist oder ein Quintett. Und es war sehr spannend für mich herauszufinden, dass all das, was ich gelernt hatte, für große Formationen umzusetzen, zu arrangieren, zu instrumentieren, man sehr wohl auch umlegen kann auf eine kleine Formation. Und das macht mir extrem viel Spaß.